Leute, was geht? Freunde, heute gibt es wieder eine weitere Upgrade-Episode und heute werden wir nämlich vom Cameraman zum Titan-Speakerman upgraden. Ganz genau, Leute, wir haben nämlich letztens die Skibidi-Toilets gespielt und die zu einem Skibidi-Gott geupgradet. Aber heute sind wir auf der Seite der Cameraman und wir starten als den Webcam-Man. Und Leute, ihr seht gerade, mein Bild ist auch irgendwie ein bisschen unscharf auf einmal und sogar die Farben sind ein bisschen anders. Denn, Freunde, wir spielen nämlich als den Webcam-Man und Webcam-Qualität, wir wissen, Leute, ist nicht so gut, ne? Also, wir müssen auf jeden Fall, Leute, hier erstmal als erstes eine Skibidi-Toilette finden, damit wir upgraden können. Wir müssen die erstmal erledigen und deswegen müsste ich mal hier erstmal versuchen, hier runterzukommen. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich versuche mal. Oh, okay. So, wo ist eine Skibidi-Toilette? Wir müssen uns auf die Suche begeben, sonst können wir nicht upgraden. Okay, ich höre bisher noch keine Skibidi-Toilette-Musik, aber wir müssen einfach unsere Ohren aufmachen. Ich meine, okay, wir spielen den Webcam-Man. Also, Ohren haben wir nicht, obwohl wir haben dort in der Mitte so ein Mikrofon an der Seite. Ich glaube, damit können wir ganz gut hören. So, ist hier irgendwo eine Skibidi-Toilette, damit ich upgraden kann? Oh, Leute, ich höre Musik. Ich glaube, das ist die Skibidi-Toilette-Musik. Oh, ich glaube, Leute, da müsste eine Skibidi-Toilette sein. Wir drehen uns um. Oh mein Gott, das ist eine goldene Skibidi-Toilette. Okay, mein Freund, beweg dich nicht. Ich will dir nur einen kleinen Klaps verpassen. Oh, oh, er greift mich an. Leute, die Skibidi-Toilette greift auf einmal mich an. Okay, alles klar. Du willst kämpfen? Na los. Er versucht mich heute mit dem Kopf zu treffen, aber hat keine Chance. Okay, so. Jetzt würde ich sagen, Konter. Oh, oh, okay, ich bin auch genauso schlecht, Leute. Ich bin hier fast blind, Leute, bei dieser Pixel-Grafik. Ey, Mann, warum treffe ich den nicht? Hallo. Niemand trifft sich gegenseitig. Vielleicht jetzt. Na los. Oh, er hat mich getroffen. Na los. Nein, na los, jetzt greif an. Ich habe eine Idee, Leute. Ich springe einfach auf ihn drauf, dann fällt er um. Okay, das war dumm von mir. Oh, jetzt go. Jetzt könnte ich schaffen. Na los, greif an. Ach komm, weißt du was? Hier, nimm das einfach. So, zack. Alles klar, Leute. Let's go. Damit würde ich sagen, können wir auf jeden Fall upgraden. Und damit wir upgraden zum nächsten Charakter, lasst jetzt alle einen Daumen nach oben da. Also, jeder von euch, Peter, Isabelle, jeder von euch, Chantal, alle möglichen, Max, Peter, wer auch immer, jetzt ein Like da lassen, damit wir upgraden in 3, 2, 1 und let's go. Wir sind geupgradet, Leute. Und zwar zum Cameraman, zum originalen Cameraman. Den spielen wir gerade. Okay, so. Was ist denn unsere nächste Aufgabe? Was müssen wir tun für das nächste Upgrade? Mission. Wir müssen einen Fernseher kaufen, um upgraden zu können. Was soll ich denn bitte einen Fernseher herbekommen? Oh, yo. Oh, nein. Alles klar, Leute. Der Kampf geht wieder los. Die Skibidi-Toilette greifen uns wieder an. Ich würde einfach sagen, Freunde, es reicht nicht aus, wenn wir eine Skibidi-Toilette angreifen, damit wir upgraden. Wir müssen einen Fernseher kaufen. Und ich glaube, ich weiß schon, welches Upgrade wir als nächstes bekommen werden. Oh, nein. Ich habe aber nichts, mit dem ich hantieren kann. Warte, ich versuche mal einfach, diese Skibidi-Toilette zu besiegen. Na los, ich brauche irgendwie was zum Verteidigen. So, Achtung. So, let's go. Yes. So, nimm das. Und das. Oh, nice, Freunde. Ich habe auf jeden Fall seine Waffe bekommen. Jetzt können wir uns verteidigen, damit wir in diesen Laden reingehen. So, bam, nehmt das, Skibidi-Toilets. Die Cameraman werden euch holen und wir werden immer stärker werden, bis wir ganz groß zum Titan-Speakerman upgraden. Okay, der Laden ist noch ein bisschen weit entfernt, aber wenn ich es schaffe, einen Wagen für mich zu bekommen, vielleicht diesen LKW. Kriege ich den LKW? Oder dieses Auto. So, ich brauche ein Auto. Gehen Sie mir in das Auto. Nein, nicht wegfahren. Nicht wegfahren. Let's go. Ich habe ihn getroffen, Leute. Ich habe den Autofahrer getroffen. Nichts wie los, Leute. Rein in den Wagen. Schnell zum Laden. Und dann holen wir uns einfach einen Fernseher. Sorry, man. Es tut mir echt leid. Ich wollte das Auto einfach nur haben. Jetzt mit Vollgas. Oh mein Gott. Die haben Raketenwerfer, Leute. Die Skibidi-Toilets haben sogar Raketenwerfer. Holy boy. Okay, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Das sind Skibidi-Toilets. Bam. Und noch ein. Let's go. Oh, yo. Ups, sorry. Alter, was geht denn hier ab? Dieser Kampf wird nie enden, oder? Ich glaube, hier ist der Laden, Leute. Ja, ich sehe ihn. Da hinten ist der Laden. Oh mein Gott. Vorsicht. Einfach in das Parkhaus reinfahren, Leute. Wir rasen einfach in das Parkhaus rein. Oh mein Gott, mein Auto. Nein, steig aus. Steig aus. Steig aus. Steig aus. Oh, ich brenne. Ich
Denkt dran, Leute. Oh mein Gott, der Laden ist teilweise eingerissen mit den ganzen Wänden. Aber ich hoffe, Leute, dass der Laden wenigstens noch auf hat. Ja, sieht ganz okay aus. Boah, ey, sogar diese Wände sind eingerissen von dieser Explosion. Hauptsache, Freunde, ich krieg meinen Fernseher. Oh mein Gott, Leute, das ist der Traumladen eines jeden Cameraman. Wir haben hier Sicherheitskameras, wir haben normale Kameras. Wir haben hier Fernseher, große Fernseher, kleine Fernseher. Ich glaube, Leute, wir nehmen einfach mal diesen Fernseher einfach mal mit. Moment. Und das bedeutet, Freunde, dass wir jetzt das nächste Upgrade freischalten. Und dafür lasst jetzt alle ein Abo da. Falls ihr es noch nicht getan habt, jetzt abonnieren, damit wir upgraden. 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, Leute. Wir spielen als den TV-Man. Der neueste Charakter aus dem Skibbidi-Toilet-Universum. Ich sag's euch, es wird bald ein Film rauskommen. Der wird so groß sein wie die Avengers. Mit Skibbidi-Toilet, Cameraman, Speakerman, Titan, alles Mögliche. Hättet ihr Bock drauf? Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr so einen Film haben wollt. Okay, guck mal, was unsere... Oh, Mission. Eine Alien-Skibbidi-Toilette besiegen. Oh, okay. Wo soll ich bitte eine Alien-Skibbidi-Toilette besiegen? Wo soll ich die bitte finden? Naja, wir schauen uns mal um, Freunde. Vielleicht finden wir hier irgendwo zufällig eine Alien-Skibbidi-Toilette. Aber ihr wisst Bescheid, Leute. Der TV-Man hat natürlich eine Spezialfähigkeit. Und mit dieser können wir nicht nur schnell laufen, wir können auch noch die Zeit anhalten. Okay, Leute, seid ihr ready? Und wir haben jetzt die Zeit aktiviert, Leute. Und ihr könnt sehen, ich habe einfach die Zeit auf 100stel reduziert. Wow, das Glaswasser einfach komplett Okay, alles klar, Leute. Ich glaube, damit werden wir keine Probleme haben, jetzt eine Alien-Skibbidi-Toilette zu suchen. Ey, Bruder, was geht ab? Hui. Oh Mann, ist der weit geflogen. Wo könnte sich eine Alien-Skibbidi-Toilette aufhalten? Ich hätte jetzt normalerweise gesagt, bei der Militärbasis oder so. Aber da war ich letztens und da habe ich keine Aliens... Doch, eigentlich schon. Ich glaube, Freunde, wir müssen einfach durch die ganze Map reisen. Ey, Bro, was machst du da auf dem Dach? Chillst du da einfach? Ich glaube, der spielt einfach Sicherheitskamera für das Haus. Okay, wir laufen hier einfach entspannt durch, Freunde. Let's go. Okay, das ist ziemlich entspannt, Leute. Ich muss es wirklich sagen. Hui. Okay, das macht schon ganz schön Spaß. So, sorry, Kollege. Ich glaube, das wird er nicht überstehen. Nee. Ich glaube, der Kollege wird ein Problem haben. Ja, er fliegt und er fliegt. Ey, da ist einfach vor meinen Augen eine Skibbidi-Toilet gespawnt. Okay, weißt du was? Ey, was machst du da? Nein, nicht mit mir. Ey, ey! Will er mich gerade ernsthaft angreifen? Ist es dein Ernst, Skibbidi-Toilet? Nein. Ich würde einfach sagen, wir laufen in diesem Modus direkt zum Mount Chiliad. Ey, das gibt es nicht. Die kämpfen sogar auf dem Mount Chiliad. Leute, was ist mit euch los? Ich laufe einfach mal den Berg entspannt hoch. Wow, wir können richtig schnell und sogar richtig steil den Berg hochlaufen. Und warte mal. Da ist ein Alien, Skibbidi-Toilet. Leute, wir müssen ihn nur noch besiegen. Dann haben wir es. Oh, ich glaube, ich werde es auf eine ganz, ganz kreative Art und Weise machen. Okay, Kollege. Wenn du denkst, du bist krass drauf, dann pass mal auf. So, jetzt pass mal auf. Okay, berühre ihn, Leute. So, er klatscht schon mal hier überall dran. Ich weiß nicht, wie viel Speed ich mir jetzt aufbaue. Mal gucken und... nein, 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 er ist runtergefallen. Nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Es gibt die Alien-Tor... Ey, oh nein, er fliegt. Oh, sollen wir ihn loslassen? Ich glaube schon. Oh, da fliegt er. Oh mein Gott. Okay, Leute, damit würde ich sagen, haben wir die Alien-Toilette besiegt. Und das bedeutet Upgrade-Time. Welchen Charakter werden wir jetzt bekommen? Schreibt es in die Kommentare. Wir upgraden in 3, 2, 1. Let's go. Oh mein Gott. Leute, wir spielen das erste Mal als Speakerman. Wow. Und ich muss sagen, Alter, das Outfit hat richtig Drip. Der sieht richtig fresh aus. Wow. Okay, was haben wir denn für Fähigkeiten? Das werden wir mal jetzt ausprobieren. Oh, hier ist unsere nächste Mission. Auf Strandparty Soundboxen upgraden. Oh, wir können also noch stärker werden. Alles klar. Dann gucken wir mal nach, was haben wir für Kräfte. Okay, wir können gut laufen. Das ist nice, Leute. Schnell laufen ist nice. Hier hoch können wir springen. Oh mein Gott. Yo. Okay, das kam jetzt sehr überraschend, wie krass der drauf ist. Okay, wir müssen also zur Strandparty gehen, um upgraden zu können. Da würde ich sagen, Leute, ist auf jeden Fall nicht so weit weg, oder? Also wir probieren es mal. Let's go. Wir sind jetzt einfach quer über den Fluss gesprungen. So, Los Santos ist nicht mehr so weit weg. Aber der Kampf der Skibbidi-Toilets gegen die Cameraman ist überall gerade. Ey, warte mal, greifst du mich an? Bro, was soll das? Warum greifst du mich an? Hier, nimm das. Oh, der Zug. Kann der Speakerman den Zug aufhalten? Ja, er kann ihn. Er kann ihn teilweise... Yo,
Leute, wir haben den Zug aufgehalten. Der Speakerman ist so stark, er kann den Zug einfach aufhalten. Oh mein Gott. Und ab jetzt werden wir nur noch stärker, Leute. Wir werden nur noch stärker. Ey, warte mal, ich suche eine Skibbidi-Toilette. Ey, yo, yo, der Tank kommt immer noch. Achtung. Ah, du kleine Skibbidi-Toilette. Weißt du was? Sing mir mal ein Liedchen. Ah, okay, das klingt für mich aber nicht so nach den neuesten Songs. Ich schmeiß dich einfach in den Alamo-See. Hier, nimm das, gib mir die Toilette. Whee! Und er fliegt. Und er landet gleich. Okay, alles klar. Dann machen wir uns auf den Weg, Leute, zur Strandparty. Wir haben nämlich noch einige Upgrades, die wir freischalten müssen. Und der weiteste Sprung. Ja, okay, der ist schon ziemlich weit. Weißt du was? Komm, ich brauche einen Begleiter. Hier, mach mal, gib mir die Toilette-Musik für mich. Yeah, danke dir. Wie gefällt's dir hier oben? Alles gut mit dir? Okay, das war's. Er hat sich verabschiedet. Okay, wir sind gleich da, Leute. Gleich sind wir bei der Strandparty. Wir laufen einfach mit Maximalgeschwindigkeit weg. Yo, da ist sie. Ich sehe sie. Okay. Ich höre schon ein bisschen Musik, Leute. Gehen wir mal rein. Oh mein Gott. Leute, da geht eine richtige Party ab. Alter, die haben alle gute Laune. Leute. Und da sind die Lautsprecher, von denen geredet wurde. Vielleicht muss ich mit dem DJ reden, Leute. Der mir diese Lautsprecher mal ausleiht, damit ich upgraden kann. Hey, Leute. Schaut mal, wer da ist. Das ist der Speakerman. Na los, Speakerman, zeig mir mal ein bisschen Musik. Okay, warte, vielleicht könnte ich ja den Song, der hier läuft, ein bisschen mit Bass machen, ja? Vielleicht könnte ich ja ein bisschen mehr Subwoofer-Bass reintun. Also Leute, drehen wir mal den Bass auf. Let's go! Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, aber ey, ich brauche einen der Lautsprecher, damit ich upgraden kann. Du hast 7 Stück, kann ich vielleicht einen haben? Yo, ich habe gehört, dass du gegen die Skibbidi-Toilets kämpfst. Das finden wir voll Korall. Also gut, aber wenn du fertig bist, komm bitte zurück mit dem heftigsten Upgrade und bring uns den krassesten Song. Wir brauchen den Bass. Alles klar, Leute, perfekt. Das heißt, wir bekommen jetzt einen dieser Lautsprecher. Damit können wir jetzt upgraden und ich bin so gespannt, wie das aussehen wird. Also Leute, seid ihr ready für das Upgrade vom Speakerman in 3? 2, 1, let's go! Oh mein Gott! Leute, ich bin zum größeren Speakerman gerade geworden. Also zu dem großen Speakerman. Und der ist ja mal übelst krass. Hallo Speakerman, gib uns den heftigsten Sound und Bass, den du jemals kannst. Wir wollen komplett weggefetzt werden. Okay, alles klar. Ich weiß nur nicht, Leute, ob ihr das überstehen werdet, weil ich habe ziemlich viel Leistung. Leute, macht eure Kopfhörer schon mal leiser. Okay, Leute, seid ihr ready? Ich drehe jetzt die Musik komplett auf, okay? 3, 2, 1. Oh mein Gott, Alter. Alles bebt hier gerade komplett. Wow. Oh mein Gott. Die ganzen Leute fliegen auf einmal weg. Wow. Okay, Alter. Yo. Oh mein Gott, Alter. Was ist das für ein Bass? Hier geht ja alles komplett den Bach runter. Leute, was habe ich getan? Oh mein Gott. Okay, alles klar, Leute. Wir haben hier einfach komplett alles zerstört. Überall sind einfach Explosionen um mich herum durch diesen ganzen Sound. Ja, was hier steht? Mission, gebe die Toilette erledigen mit Bass. Okay, alles klar. Ich habe auf jeden Fall meinen Modus aktiviert. Dann würde ich sagen, schauen wir mal. Oh, da ist ein gebe die Toilette. Oh mein Gott. Leute, die gebe die Toilette fliegen auf einmal. Okay. Dann gucken wir mal, wie krass wir eigentlich wirklich sind. Oh mein Gott, das ist ja absolut haftig. Das ist absolut heftig. Sogar Autos fliegen einfach weg. Oh mein Gott. Yo, ich weiß ja nicht mal, wo die Skibbidi-Toilets sind, aber da sind sie, Leute. Und die kriegen gerade wirklich eins aufs Maul von, ja, von diesem Ultrasound. Yo, ich habe voll viele von denen besiegt. Ich weiß gar nicht, wie viele ich besiegen muss. Aber hier fliegt alles und jeder... Selbst die Cameraman fliegen auf der Ampel. Das ist ein Cameraman an der Ampel. Oh mein Gott. Alter, da fliegen die Skibbidi-Toilets. Er fliegt in der Luft. Yo. Oh, ich glaube, Leute, wir müssen uns upgraden. Ich glaube, wir haben jetzt genug. Ich würde sagen, damit würde ich sagen, upgraden wir. Oh mein Gott. Leute, ich kann gar nicht sehen, wer wir sind. Aber ich glaube, wir spielen gerade als der Titan-TV-Man. Das ist wahrscheinlich noch nicht das perfekte Upgrade. Aber wir sind schon mal da, Leute. Oh mein Gott. Und wir können hier...
Okay. Warte, was muss ich jetzt machen? Nächste Mission. Oh, hier steht's. Übernehme die Skibidi-Toilette-Fabrik für Upgrade. Habe ich gerade Skibidi-Toilette gesagt? Das klingt wie so ein Parfüm. Skibidi-Toilette. Das neue Parfüm von IDZOG. Das wäre schon eine gute Werbung. Okay, Leute. Ich glaube, ich mache jetzt was richtig Crazyes. Passt mal auf. Ich mache jetzt so etwas. Pass auf, der TV-Man macht jetzt den Effekt. Macht euch ready. Let's go. Gott, Leute, ich habe es Nacht werden lassen und einen Blackout verursacht. Aber warte mal, da ist sogar noch ein... da ist ein Zeppelin. Warum leuchtet denn der Zeppelin, obwohl wir Blackout haben? Das macht keinen Sinn oder so. Aber ja, ich fliege einfach mal gegen diesen Zeppelin. Oh mein Gott, das Licht geht wieder an. Das Licht geht wieder an und es ist an. Und jetzt würde ich sagen, Leute, Achtung, Mr. Zeppelin-Fahrer. Es tut mir leid, aber ich muss dich leider hier aus dem Verkehr ziehen. Oh, yo, oh, 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 das sieht nicht gut. Ey, der fliegt ja noch. Er fliegt ja immer noch. Oh, oh, Alter, das Teil ist ja richtig gut. Ey, da kann man ja Ping-Pong spielen. Yo, ich spiele gerade Ping-Pong mit einem Zeppelin, der einfach nicht kaputt gehen will. Okay, das lag nur daran, weil ich gerade die Dachspitze berührt habe. Okay, Leute, wir machen uns jetzt sofort auf den Weg in die Skibidi-Toilet-Fabrik. Und ich glaube, ich kann sie von hier schon sehen. Wir werden das ganze Komplexteil einfach mal einnehmen. Und mal gucken, was passieren wird, Freunde. So, Achtung. Ich werde das Ganze jetzt einfach locker flockig machen, Freunde. Alle Sicherheitssysteme zerstören. Und let's go. Wir machen jetzt einfach wieder eine EMP-Blackout. Let's go. Was? Ich dachte, oh mein Gott, die kämpfen. Yo! Wie viele Skibidi-Toilets sind denn bitte hier? Oh, Leute, ich glaube, ihr braucht alle mal... Alter, die verteidigen gerade ihre Basis, ne? Leute, oh, jetzt habe ich den Blackout verursacht. Jetzt! Bam! So, ich muss hier rein. Ich muss hier rein, Leute. Wir brauchen das Upgrade-Zentrum, damit wir jetzt zum Titanmenschen upgraden können. Oh mein Gott, das wird so nice werden, Leute. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie der Titan aussieht. Aber werden wir in GTA 5 jetzt als Camera- oder Speakerman-Titan upgraden? Oh, warte. Das Licht geht wieder an. Die Fabrik nimmt wieder Strom. Und jetzt ist der Zeitpunkt, Leute. Wir gehen jetzt einfach in die Transformationsfabrik und dann upgraden wir zum ultimativen Bossgegner. Zum Skibidi... Nein, Moment. Das ist ein falscher Film. Zum Cameraman, Speakerman, Titan. Und deswegen, Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, jetzt alle mal Speakerman in die Kommentare. In 3, 2, 1... Und let's go. Oh mein Gott, Leute. Das ist das erste Mal, dass wir in GTA 5 den Speakerman Titan sehen. Und er ist krass, Freunde. Er ist krass. Oh mein Gott, Alter. Der ist einfach nur nicht normal. Leute, ich glaube, unsere letzte Mission wird sein, den Skibidi Toilet Boss zu besiegen als er. Oh mein Gott. Wir können Laser aus dem Auge rausholen. Und es ist ein roter Laser. What? Alter, ich krieg gleich einen trockenen Hals vom ganzen Rumschreien. Wir leuchten sogar in Rot. Alter, das ist das beste Video aller Zeiten, Leute. Oh mein Gott, ist das krass. Alter, das ist einfach... Oh, yo, jetzt habe ich 5 Sterne auch noch bekommen. Leute, das ist einfach... Oh mein... Yo, yo. Was? Was ist das? Was war das gerade für eine Fähigkeit? Ich habe einfach Boost laufen. Ich kann einfach im Boost laufen. Oh mein... Leute, das ist ja absolut der Wahnsinn. Das ist ja... Alter, was? Ich kann fliegen? Seit wann? Okay, ich weiß, dass schon viele Kreaturen fliegen können, aber wir können einfach fliegen. What? Okay, das ist, Leute, der krasseste Boss aller Zeiten. Oh mein Gott. Das ist nicht mehr normal. Leute, meint ihr, dass der Camera, der Skibidi Toilet überhaupt eine Chance gegen uns haben wird? Warte mal, was ist denn das? Yo, ich wusste gar nicht, dass ich solche Fähigkeiten habe. Ich weiß nicht mal, was das Ding kann. Ich glaube, ich mache einfach nur so ein, ja, ich. Nein, stopp. Stopp. So, ich schreibe mal etwas, Leute. Hier in den Boden rein. Yo,
das sieht doch aus wie ID für ID-Zock, oder? Also, abonniert gerne meinen Zweitkanal und auch meinen ID-Zock-Kanal. Okay, Leute, ich glaube, es ist soweit. Wir werden jetzt den Kampf machen. Der Skibidi-Toilet-Boss gegen den Speaker-Man-Gott. Und mal gucken, ob wir es aus unserer Perspektive gewinnen werden. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er, Leute. Oh, er greift mich an. Aber ich kann auch Laserangriff. Ich kann auch Laserangriff. Nimm das. Let's go. Au, Alter. Wie er mich zerstören will. Oh, yo, 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 yo. Der ist auch stark, Leute. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, Leute. Ich muss ihn fertig machen. Ich muss im Nahkampf angreifen. Yes, nimm das. Take this. Nein. Oh, ich habe schon die Hälfte meiner Leben verloren, Leute. Bam. Oh, okay. Leute, das sieht nicht ganz gut aus. Ich glaube, ich brauche einen Special Attack. Oh mein Gott, er hat die Explosion gemacht. Das kann ich auch. Das kann ich auch. What? Leute, die Welt geht unter. Ganz Los Santos geht unter einfach in diesem Kampf. In diesem ultimativen Kampf. Und bam. Let's go. Wir haben ihn noch nicht besiegt. Leute, jetzt geben wir die Toilette brennt. Jetzt geben wir die Toilette brennt. Aber wir haben den Kampf immer noch nicht gewonnen. Es sieht, ich weiß noch nicht, wer gewinnen wird. Ja, komm schon, aus der Luft angreifen. Na los. Oh Mann, der ist stark. Ja, yes, ja. Wir haben ihn besiegt. Leute, wir haben Skibidi Boss Toilet besiegt. Oh mein Gott. Freunde, wenn ihr wollt, dass wir mit diesem Charakter noch weiterspielen, dann zerstört den Like-Button, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.